Herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Heute geht's los. Ich wollte endlich mal die Schmiede fertig bekommen, damit wir endlich mal bessere Waffen craften können. So, das heißt, uns fehlen noch ein paar Materialien. Ich habe gerade schon mal drüber geguckt. Und zwar brauchen wir, wie immer, Leder. Leder brauchen wir 20 Stück. Und wie viel haben wir? 19. Super! Ne? Das heißt, ich muss noch irgendwo irgendein blödes Tier aufgabeln. Und dann können wir uns auf jeden Fall erstmal den Blasebalg bauen. Und wenn wir den Blasebalg haben, da ist er, gehen wir noch kurz buddeln, holen noch ein bisschen matschige Erde. Und dann gibt es die Schmiede. Das größere Problem ist tatsächlich dieser blöde Blasebalg. Die Anforderungen daran sind irgendwie höher als an das Teil selbst. Aber gut, kriegen wir irgendwie hin und wenn wir das haben, können wir endlich den Schraubenschlüssel reparieren. Super gut. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal raus in den Wald und hoffen, dass wir im Wald irgendwas Cooles finden. Der Tau ist noch nicht als das Spade. Und da wir hier rundherum ja noch nicht so gut erkundet haben, machen wir das jetzt erstmal. Ne? Ich würde sagen, wir gehen hier so runter, bis wir ans verbrannte Biom kommen. Ach, wir haben ja noch die Quest. Scheiße. Ja, dann machen wir erst die Quest. So viel Zeit muss sein. Ja, das machen wir. Ja, das. Aber Schaufel mit, Schaufel haben wir dabei. Dann gibt's erst die Quest. Das ist doch eine gute Idee. So viel Zeit muss sein. Und hier ist ja auch Wald. Vielleicht finden wir ein Tierchen. Einmal Glück haben, das wäre total geil. Nur einmal, einmal in meinem Kackleben. Ja, so kacke ist mein Leben gar nicht. Ne? Ich bin ja nicht der No-Budget-Nerd. Wow. Oh, 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 das war dumm. Das war dumm. Das war ultra dumm. Das hat gescheppert. Meine Fresse hat das gescheppert. Sag mal. Verarschen wir was? Mann. Assi. So. Haben wir gleich den nächsten. So ein Reh fände ich aber cooler, Leute. Jetzt schwer, wir prügeln Bäume. Vollidioten. So, bleib liegen. Ich will buddeln. Buddeln und Bier trinken. Der geilste Herrentag meines Lebens. So, haben wir gleich den nächsten. Putz! Habe ich das gesehen? Was ist das? Was ist das da hinten? Komm mal ab. Ich habe hier... Was ist das? Bewegt es sich? Und wenn ja, was will es? Jetzt ist es in der Mauer verschwunden. Was ist das? Bist du nur... Ach, du bist nur so ein dummer Feuerzombie. Oh, gleich mehrere. Und wieder werden Bäume verprügelt. Mach. Gib dir hart. Ah, ich kann richtig gut zielen heute Morgen. Läuft wie ein Länderspiel. Bam. Level 18. Feini, fein. So. Hier werden wahrscheinlich nur irgendwelche halbtoten, halb verrotteten Tiere rumrennen. Vermutung. Oh, ein schickes Häuschen. Ach, hier habe ich angefangen. Das war, glaube ich, das erste Gebäude, das ich hier gelootet habe. Hm. Oh. Fresse halten. Keine Zeit für so ein Schickimicki. Da hinten ist wieder Wüste. Da gibt es Aloe Vera. Das finde ich eigentlich gut. So, nichtsdestotrotz bin ich auf der Suche. Okay. Irgendwo hier. Ist das irgendwie markiert? Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie das halbe Level umzubuddeln. Putz, da dreht's um.
Okay, haben wir grob die Fläche eingegrenzt. Dann gucken wir doch mal. Buddeln wir mal. Zack, wie weit ist der da hinten weg? Weit genug. Kriegen wir gleich die lehmige Erde, ist doch auch schön. Oh, das dauert damit ja gar nicht lange. Oh, ich höre was. Da ist auch noch eine. Ja, die kommt von alleine. So, muss ich jetzt echt hier alles umgraben? Das wäre ganz schön unbefriedigend. Find the White River Supplies. Ja. Ich gebe mir Mühe. Ja, buddeln wir da gleich weiter. Der da hinten links, dem ist aber noch relativ wurscht. Okay, drei Viecher in der näheren Umgebung. Das muss doch irgendwie markiert sein. Ich kann ja hier nicht das halbe Level umgraben. Das ist ja affig. Okay. Es sagt, ich bin direkt drauf. Oh, ist das echt? Nee, ist es nicht. So ein bisschen Schiss, dass sie jetzt alle auf einmal angeschissen kommen. So, eins. Alter, wie hart brennst du denn? So, eins, zwei, drei, ist da oben, vier. Vier mittlerweile, okay. Plock, plock, plock. Naja, offensichtlich bringt das alles nicht ganz so viel. Da bin ich morgen noch bei. Das war assi. Merke, so eine Quest nehme ich nicht nochmal an. Das ist mir zu blöd. Außer ich finde hier noch irgendeinen blöden Hinweis. Ich habe da so meine Zweifel. Block, block, block. Leuchte, leuchte, leuchte. Ja, buddel hier. Klar, ich bin fleißig. Ich weiß auch nicht, wonach ich Ausschau halten muss. Ist da so eine Kiste im Erdboden verbuddelt? Und wenn ja, warum hatten die Zeit, so ein Loch auszuheben? Ja, tolles Spiel. Super Questreihe. Ich beschränke mich zukünftig wieder auf: Geh da hin, mach die tot. Ich glaube, da habe ich mehr von. Ich bin durstig. Ja, ja, wir trinken was. Schluck, schluck, schluck. Ja, komm langsam näher. Was ist mit ihm da hinten? Oh, er ist ruhig. Meine Schaufel ist auch gleich kaputt. Yippie, hey. Ach, da ist noch der nächste. Guck mal. Ich glaube, wir haben wieder einen mehr. Die nächste Frage ist ja auch, wie lange oder wie tief muss ich buddeln? Wäre ja vielleicht ein bisschen interessant. Jetzt nicht genug für eine Schaufel, das brauchen wir noch. Wieder einmal Pflanzenfasern. Block. So, habe ich jetzt. Danke. So, und während das baut, gebe ich mich auf den Kopf. Was ist denn heute los, ey? Triffst du nix? So, Nummer 1. Nummer 2. Komm, Stamina. Komm. Ach, am Arsch. So. Kommen sie halt angeschissen. Da kommt ihr wieder, ja? Wenn ich hier im Boden rumscharre, ist euch das egal. So. Oh, Stamina. Oh, Rabbimmel. Da ist auch noch einer. So, richtig. Action! Na denn? Oh, Loot! Ich werd verrückt. Stahl! Und Bier! Und Herausforderung, die klitzekleine Spinne. Okay. Das gucken wir uns gleich mal an. Nur erst machen wir ja mal Ruhe im Karton. Ah, das finde ich ja gut. Was ist das denn? Eine seltsame Notiz, die ich beim Plündern gefunden habe. Sie ist vom Clan von Crazy Jake. Okay. Lesen. Gut.
Hey du Trottel, wenn du diese Notiz liest, sollte es dich nicht überraschen, dass wir dich beobachten. Ich habe genau den richtigen Test für einen Dummkopf wie dich. Erledige ihn und vielleicht nehmen wir dich auf. Verrückter als je zuvor. Herausforderung, töte ein paar Spinnenzombies. Spinnenzombies? Nehmen wir an. Wo auch immer diese ominösen Spinnenzombies sein sollen. Aber gut. So, jetzt mit Level 3 Schippe. Vielleicht geht's schneller. Unbedeutend. Ein bisschen habe ich das Gefühl. Oh, das ist doch scheiße, ey. Meine Fresse, buddel ich hier im Boden rum. Tiere finde ich so auch nicht. Kein Leder, kein Nix. Scheißdreck. Oh, die Jungs haben noch Zeit. Wir haben so einen Soundfall auf den Sack gehen kann, ist unglaublich. So, komm her, Junge. Ja, sei mal nicht so. Hupala. Das war der Baum. Und dieser kleine Zeitraum, bis sich die Stamina wieder auflädt nach dem Schlag, ist echt ätzend. Ups. So. Wir sind weiter fleißig am Buddeln. So, wir grenzen das jetzt erstmal ein. Hier fängt er an zu sagen Buddel. Dann machen wir hier erstmal ein Loch. So. Ich habe buddelt. Hat das hier auch noch? Wie weit bis hier? Alter, na, boah. Das ist ja ewig weit. So, wie weit in die Richtung? Oh ne. Bis hier? Das ist ja ewig weit. Alter. So, bis hier. Oh. Da bin ich morgen noch nicht fertig. Die Richtung. Ist so gut, das war jetzt nicht so viel. So. Bis hier. Oh. Ich wette, der ist wieder ewig weit weg. Klingt nur, als würde er mir direkt ins Ohr rauen. So. Haben wir schon mal das Feld abgesteckt. Wo kam das jetzt her? Ja. Moin. Jo. Fresse halten. So. Ich mache hier Geometrie. Kann man ja angehen. So. Jetzt buddeln wir doch mal einfach in die Richtung. Klares Ziel vor Augen. Bleibt die Frage, wie tief muss ich runter? Muss ich gleich mal in der Quest gucken. Vielleicht steht da ja irgendein Hinweis. Offensichtlich ist das nicht hier ganz oben in der obersten Schicht verbuddelt. Ätzend, ey. Wie wäre es mit das X markiert die Stelle? Wäre total gut gewesen. Ne? So ganz klassisch, mit Karte und so. So, jetzt gucken wir erstmal eine Quest. Wo sind die denn? Die sind hier, glaube ich. So, locate supplies nearby. Find White River supplies. Choose one, none, chain, none. Head to the marked location and dig up the buried supplies. The marked location may not be entirely accurate. Once you find it, retrieve the supplies and keep the rest. Ja. Gut, also tiefer buddeln. Boah, ist das scheiße.
ist das Ultrakacke. Wer macht denn solche Quests, ey? Wenn es mir wenigstens was bringen würde, hier mitten eine Pampa. Irgendwas auszuheben, wäre das ja cool. Aber ihr habt da einfach nichts von. Buddelt ihr einfach nur ein Loch. Also wenn da nicht irgendeine coole Belohnung bei rausspringt, dann ist das mal massiv für den Arsch. Das. Ja. Da kann man lange buddeln. Ich glaube, ich werde dann nachher wieder so ein Zeitraffer-Ding draus machen. Weil es nervt. Out of Stamina auch noch. Ja, es wird besser und besser. Das wäre sowas für später, wenn man eine vernünftige Schaufel in der Hand hat und damit buddeln kann. So, und jetzt ist auch noch so ein bisschen vorausgesetzt, dass ich diese leuchtende Schatztruhe da oben im Kompass richtig deute. Und meine Deutungshoheit ist hier nicht annähernd gegeben. So, haben wir hier schon ordentliches Loch gebuddelt. So. Ach, bis hier geht das auch. Oh, Alter, nein. Das wäre noch viel größer. Viel, viel größer. Alter Vater. Bin ja morgen noch bei. Fick die Henne, ey. Wie haben die sich das vorgestellt? Sie mir eine Stunde hinsetze und umbuddel oder was? Ja, ich bin ja nun mittlerweile auch an Tag 3. Vielleicht bräuchte ich langsam bessere Waffen. Tag 7 ist im Anmarsch. Das war nicht mal das, wo ich annähernd hingestochen habe, aber gut. Spiel, du weißt schon, was du tust. Oder guckt da manchmal irgendwie eine Ecke raus aus dem Boden oder sowas, dass ich denn nur buddeln muss. Weil ansonsten ist das echt fake umfangreich. Aber nicht nur so ein bisschen. Na, hier ist Level kaputt. Nö, das hängt hier noch an. Und nochmal reparieren. Ich sag's euch, diese Tools gehen mir so auf die Nüsse. Welchen Spieldesigner muss ich dafür eigentlich ein paar auf die Umme geben? Du fliegst jetzt, oder was? Geht doch hier mal jeglicher Scheiß kaputt, auf dem ich rumklopfe. Gut, hier ist noch ein bisschen Bodenkontakt, jetzt aus Prinzip. Geh kaputt! Ne, da ist nichts zum Schaufeln, oder was? Bist bescheuert. Sache, aus Prinzip, das geht kaputt, weil ich das sage. Lass! Oh, ist das langweilig. Meine Güte. Ich würde es ja auch gern aufregend nennen, aber nein. Es ist einfach nur langweilig. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ne? Die Leute hatten Bock auf Quests. Ne? Die Entwickler haben sich gesagt, ja, bauen wir euch ein. Gucken wir mal, wie wir damit die Leute bei der Stange halten können. Ne? Und von A nach B laufen finden die ja doof. Also lassen wir sie Riesenlöcher buddeln. Das ist eine gute Idee. So machen wir es. Liebe Game Designer, nein.
Das ist keine gute Idee. Nicht einmal annähernd. Das ist in etwa so aufregend wie Fußpilzen. Wobei ich Fußpilz fast mehr Action zuschreiben würde. Denn ich sehe die immer gleiche Animation 50.000 Mal. Und ich gucke eigentlich auch nur auf die Zahlen. So. Wieder eine Schicht ausgehoben. Block. Wenn hier wenigstens Herausforderung wäre und jetzt irgendwie so mehrere Viecher kommen würden und sagen, nein, du darfst hier nicht buddeln. Aber da waren die 4-5 und dann war ja auch wieder Sense. Du wirst eine Schaufel brauchen, ja. So, jetzt verschwindet das nearby auf jeden Fall auch. Hier taucht es wieder auf. Och, komm schon. Reparieren. Mal den Scheiß. Das wird auch nicht besser. Ganz im Gegenteil, das wird noch viel schlimmer. Irgendwie wird das Gebiet, das ich hier aufbuddeln muss, immer größer. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sie so clever waren, dass sie irgendwo in der ersten Schicht versteckt haben. Und mich hier nicht 3 Meter unter die Erde buddeln lassen. Ach komm schon. Also allein die Fläche, die ich jetzt noch machen muss, die ist ja schon groß. Also ich habe ja kein Problem damit, wenn ich da irgendwie einen Graben aushebe für Befestigung oder sowas. Aber das ist einfach nur sinnlos buddeln. Ne? Hier entsteht ja nachher nichts. Ich arbeite hart für mein Geld, so hart für mein Geld. Und gibt's auch keinen Lohn, arbeite ich doch hart für mein Geld. Denn ich brauche Geld, 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 Geld. Rock. So, nix zu sehen. Absolut nix. So. Randnotiz für mich. Sollte ich nochmal auf die dämliche Idee kommen, so einen Auftrag anzunehmen. Lass es bleiben. Tu's nicht. Lauf lieber 20 Kilometer mehr. Hoff, dass du ein Reh findest. Dann wenigstens noch was von. So. Mehr, mehr, mehr. Wahrscheinlich auch schon Unmengen an Dreck in meinem Inventar. Meine Hoffnung schwindet, es ist nicht in der ersten Erdschicht. Dreck. Immerhin gibt es ein bisschen Erfahrung, oder schon mal was wert. Die haben das nicht echt unter diesen Baum gemacht, oder? Auf jeden Fall ist der Baum mit drin. Dann fällen wir den jetzt mit der Schaufel. Ach, schon wieder, ehrlich. So, und weiter. Erinnert mich ein bisschen dran, wie ich mit dem No-Budget-Nerd eine Hecke weggerissen habe und wir 50 Millionen Wurzeln ausgegraben haben. Und den Busch so zur Strecke brachten. Das
war ungefähr genauso lästig. Yep, das kommt gut hin. Yep. Vergleichbar scheiße. Na ja, gut, das wird jetzt nur das Ding hier sein. Ja, das war genauso kacke. Kommt hin. Nur, dass ich da eine Axt in der Hand hatte. Das hat das Ganze dezent verbessert. Und hier einfach nur so eine Steinschaufel mit Pflanzenfasern zusammengebundene Steine und Holz. Und ich glaube, ich kann den nicht mal fällen, weil er jetzt wahrscheinlich... Nee, doch, da ist die Grafik einfach zu Ende. Sehr schön. Dann sollte der hier bald fallen. Brock. Man muss sich das ja irgendwie schönreden hier. Ich will einfach sehen, wie er fällt. So, das letzte bisschen. Ich bin gespannt. Timber! Nicht? Okay. Ja, gut. Sieht auch aus, als ist echt nur die blöde Textur rumgezogen. Hat wohl nie einer mit gerechnet, dass da mal einer unterbuddeln könnte. Warum auch? Wenn man hier so großartige Quests reinschreibt. Ach, es ist auch bald Nacht. Ja, schön. Das heißt, ich bin hier schon 7 Stunden, also in Spielstunden, dabei, irgendwelchen Dreck wegzuschaffen. Es muss doch hier irgendwo einen Hinweis geben, ey. Das ist doch assi. Außer hier ungefähr. Ja, die oberste Schicht ist weg, ne? Gefunden haben wir nichts. Warum? Also mir vergeht tatsächlich dezent die Lust. Ist das Scheißding wieder kaputt? Mal heile. Lass bei der... Ich arbeite hart für mein Geld, so hart für mein Geld. Nix, absolut nichts, tote Hose. Gar nichts. Es ist Nacht, juhu. Das ist ja herrlich. Aber gut, die letzten Nächte waren jetzt nicht so angsteinflößend, von daher nehme ich das mal locker. Aber trotzdem ist das scheiße, ey. Das Aufrufezeichen auf der Karte ist jetzt wahrscheinlich, ja, von der anderen Quest. Das machen wir gleich im Anschluss. Wenn wir hier schon Zeit mit so einem Scheiß vertrödeln. Dann können wir danach was Witziges machen. Dann können wir uns ihrer coolen Bande anschließen, die wahrscheinlich schon längst tot ist. Echt nicht, ihr lasst mich nochmal die ganze Fläche weitergraben. Also ich kann mir ja vorstellen, was sie sich gedacht haben. Oh, dann haben die da ewig rumgebuddelt und dann ist das Glücksgefühl riesig. Wenn sie endlich das finden, was sie suchen. Ich hoffe es auch. Muss ganz schön geiler Scheiß sein, weil ansonsten... Ne.
Jetzt habe ich auch hier fast die ganze Fläche. Und der Typ kriegt Hunger. Und zwar nicht zu knapp. Und Durst. Buddeln ist anstrengend. Jep, jep, jep. Erstmal heile hier. Haben Essen. Schlucken, trinken. Einmal umgucken. Nichts los. Jetzt wird's auch langsam zappeduster. Oh. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was Cooles finde, natürlich viel höher. Oh. Nun ist dunkel. Nun ist echt dunkel. Also selbst wenn ich jetzt was finden würde, also auf irgendwas stoßen würde, ich würde es nicht sehen. Und wenn hier irgendwas reinspringt, komme ich hier irgendwann auch nicht mal mehr raus. Super. Locate supplies nearby. Du wirst eine Schaufel brauchen. Ja. Sehr offensichtlich. Fickt euch. Ohne Scheiß. Fickt euch einfach nur. Boah, bin ich genervt. Alter. Oh, kommt, die Quest machen wir doch schnell. Ficken, ey. Ich meine, wer designt sowas? Wer? So, ich höre doch hier jemanden. Was ist hier los? Die haben echt den Baum kaputt gekriegt. Was ist denn... Alter! Was ist denn hier los? Okay. Das sind viele. Das sind ziemlich viele. Krass, der Shit. Das ist eine Menge Erfahrung. Wie soll ich denn keine Stamina mehr? Was soll das? Und wahrscheinlich kommen jetzt irgendwann welche von hinten. Das wäre echt uncool. Krass, sind das viele. Das war gestern Nacht auch nicht so. Ein bisschen in Reihe und Glied halten. So, noch einer weg. Dich kriegen wir noch. Komm. So. Alter, sind das viele. Meine Fresse. So. Alles kriegen wir alles hin. Kein Ding. Putz. Ja, ihr habt euch genau den richtigen ausgesucht. Ohne Scheiß. Ich bin da richtig bester Laune gerade. Da kommt ihr eigentlich genau richtig. Ne? Genau das, was ich brauchte. Batz! Dreckigen Penner. Komm her. Ja. Genau mein Ding gerade. Mann, triff auch mal hier. Stirb! Ja, ich glaube dasselbe, wie offen. So, was ist das jetzt? Wurmkarton. So, wo ist mein Loch? Wo ist mein Loch? Ich glaube, das hier ist mein Loch. So. Na, ist doch schön. Das war befriedigend. Schön. Jetzt kann ich wieder buddeln. Jetzt buddel ich wieder. Das fahren wir so mal nebenbei. Eine nette Abwechslung. Kann öfter passieren. Wie oft soll ich hier noch reinhämmern? Oh, da ist was. Ich
glaube, ich hab's. Super gut. Endlich. Was, ehrlich? Ehrlich? Das ist alles? Der Scheiß ist alles. Das ist doch nicht dein Ernst. So ein bisschen scheiß Dosenfleisch. Oh, moin. Heute ist echt mehr los. Das finde ich gut. Das gibt Erfahrung. Ihr könnt wieder Bäume hauen. Genau. So. So. Da ist auch noch einer. Oh, schön. So macht mir das Spielchen Spaß. Meine Güte. Stabil. So. So, 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 so. So. Gut. Dann rennen wir jetzt da hinten zu dieser blöden Quest. In der Hoffnung, dass wir unterwegs ein Reh finden. Oder irgendwas anderes Tierähnliches. Was wir jetzt erstmal machen, ist hier den Compound-Bogen wieder reinnehmen. Dann hätte ich vorhin gerne um mich geschossen, aber nein. Die 9mm lasse ich mir eigentlich lieber für Notfälle. So, muss wieder ruhig. Da ist ein Brennkorb. Wie weit müssen wir denn da? Oh, ein ganzes Stückchen. Und dann machen wir gleich einen kleinen Schlenker und gehen wir gleich nochmal zum Händler hin. Das wird schon. Aber ein anderes Biom wäre schön. Hier ist ungemütlich. Sehr, sehr ungemütlich. Ich mag das nicht. So, das auch mal auf den Kopf. Putz! So, liegen bleiben. Du genauso. Na, wo ist er? Ja, schlag den Baum. Ups. So. Oh. Achso, das ist das Ausrufezeichen. Ja, gut, ich hätte... Oh, eine Stadt. Stadt finde ich aber gut. Da haben wir was Schönes gefunden. Da können wir schön looten gehen. So, raus aus dem Wasser. Ist das jetzt eigentlich auch wieder so eine Ungefähr-Angabe? Was ist hier? Da ist mein Schaden. Klitzekleine Spinne. Na gut. So, wie kann ich das markieren? Ich irgendwie set to active? Nö. Na gut. Gucken wir mal, wie die Spinnenzombies aussehen. Dürften ja gleich da sein. Versteckst du dich, Junge? Patz. Oh. Hier ist giftig. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Kann ich hier rein? Also, macht das was? In dem Biom war ich tatsächlich noch nie. Oh, da ist das Ausrufezeichen. Das nehme. Ne, ist nur... Okay, press E to start. Die klitzekleine Spinne. Na, machen wir das doch. Da sind sie. Boah, die halten aber ein bisschen mehr aus, okay. Wow. Moin! Okay. Let's get a pistol.
hin. Na, war's das? Boah, du bist wieder flott unterwegs hier. Wow! Na? Aber die klingen auf jeden Fall schon mal cooler. Komm her, du Schlange. Ich will dich häuten. Das ist dann auch gleich unsere Schmiede. Was das? Sehr gut. Das ist unsere Schmiede. Plotsch, plotsch, plotsch. Hoffe ich zumindest. Nein, es gibt echt keine Tierhaut. Ich werde bekloppt. So, wo ist denn der letzte von euch jetzt? Ich habe dich doch gehört. Ich will diese blöde Quest schaffen. Kann es auch nicht gewesen sein. Rechts. Wo? Wo? Ist auch kein Hinweis mehr. Ja, komm. Komm ran auf den Meter. Sehe auch nicht wirklich was. Wo ist der denn hin? Hallo? Das ist irgendwo hier hinten. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Hund. Das finde ich erstmal gut. Trevor. Sehr schön. Damit haben wir zwar noch nicht dieses komische Vieh gefunden, aber wir haben dieses beschissene Leder. So. Ach, da bist du! Glitch! Der böse Glitch war's. Das ist natürlich assi. Ja, super. Und nu? Wenn man bis zum Hals im Dreck steckt, Keule, Kopf nicht hängen lassen. Oh. Ich höre tatsächlich noch einen. Das ist mehr als ätzend. So was, Meister. So. So, wo ist der letzte von euch? Den kriegen wir auch noch. Oder war es das jetzt? Gucken wir mal ins Questmenü. Was? Da. Klitzekleine Spinne. Talk to Trader. Activate Rally Point. Töte Spinnen. 3 von 3. Okay. Na denn. Auf zum Atem. Das war's, glaube ich. Dann muss ich zu seinem Kumpel da oben. Und dann ist gut. Super. Das war ja, also, nach dieser Kistengeschichte richtig lohnenswert. Ach, da hängt noch einer. Der hängt im Auto. Naja, Leben ist kein Ponyhof, ne? Komm. Putz! Natürlich. Ja, komm, dann steckt er von mir aus weiterhin fest. Ist mir auch egal. Schönes Gebäude. Oh, hi. Ach, dann haben wir ja gleich wieder das Problem, dass da noch gar nicht offen ist. Scheiß. Obwohl, wir laufen noch eine Weile. Oha. Muss aber Action hier. Der hat's eilig. Und der hält ordentlich was aus hier. Sag mal, nimm mal eins. Der hält auch aus. Glaub, ich will aus diesem Biom hier erstmal raus. Die sind hier doch. So. Suchen wir mal Müll.
Das ist doch schön. Meine Güte, hier ist echt ungemütlich. Ich glaube, hier will ich nicht sein. Wir gehen hier weg. So, jetzt mal kommen wir mit Fahrrad. Dann kann ich hier schneller wieder weg. So, dann haben wir 1,2 Kilometer vor uns. Ist das nicht schön? Ganz interessant finde ich ja tatsächlich, dass irgendwie... das Buddeln mehr Energie braucht, als Zombies vermögen. Also habe ich zumindest das Gefühl. Wow, wo sind das jetzt her? So ein Fliegerwichser wieder. Und weg mit dir. So. Aber gut. Gut, also vielleicht lag das an diesem grünen Biom, das was da mit dem nachts auf Reise gehen gar nicht das Problem war, denn hier ist ja jetzt bedeutend mehr los. Alter Vater. Das ist ja quasi ein anderes Spiel. Fresse. So. Das war doch gut. Und ich habe mir das Bein gebrochen. Wann das denn? Oh, noch ein Häuschen. Ein Funkturm oder sowas. Das markieren wir uns einmal. Speichern. Und hier. Funkturm. Der Rest sollte groß genug sein, dass wir das so auf der Karte sehen. Und jetzt wird es auch schon langsam wieder hell. Ja, moin. Meins. So. Alles easy peasy. Och, dieser Weg zum Händler ist fast ein bisschen lang. Ich glaube, ich möchte woanders eine Basis haben. Da brauche ich ewig, bis ich da hin und her gerannt bin. Kommst du runter? Komm! Lass! Du gib einmal an deinem Leben ein bisschen Gas. Leben. Hm. So. Oh, wir können wieder Müll wühlen. Wupp, wupp. Duct Tape. Ich stehe auf Duct Tape. Mitten im Nirgendwo. Es hat keiner mehr mitgerechnet. Da finden wir einfach eine Rohrzange. Wie gut ist das? Also, das Spiel weiß, wie es mich wieder glücklich stimmen kann. Nachdem ich 20 Minuten oder so einfach nur stumpf im Boden rumgebuddelt habe. Wir können wieder arbeiten, Leute. Ist das geil. Das finde ich richtig geil. Jetzt da grün? Hi. Batz. So. Oh, das finde ich richtig gut. Whoop. Na gut, alter Ofen, nichts drin. Mal Eier. Leere Gläser nehmen wir aber immer mit. Bisschen Müll. Ja, gut. Muss ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel mitschleppen, weil sonst wäre das echt ein verfickt langer Weg. Den ihr wahrscheinlich wieder nicht mitbekommt, weil ich das wieder offline mache. Weil das schlicht und ergreifend langweilig ist. Hölle, langweilig. Und ich meine wirklich pisslangweilig. Und ich befürchte, dass wir wieder 2-3 Stunden da vor diesem blöden Händler rumhocken und nichts machen können. Außer Zombies jagen. Hm. Ja, Marit. Ist okay. Nach 500 Meter. Mit gebrochenem Bein. Das kann ich doch eigentlich bandagieren, oder nicht? Benutzen. So.
denn das? Verstauchtes Bein. Okay. Ist auch gleich vorbei. Ja, scheiße. Aber gut. Man kann ja alles haben. Ein bisschen Aloe Vera wäre tatsächlich geil, weil wir dann Heilverbände machen könnten. 62 Herf ist jetzt nicht mehr die Welt. Trinken noch einen Tee. Und dann ist das hier doch schon fast wieder easy peasy. Lauf, Juri! Lauf! Oh, guck mal. Wenn die nicht so schön brennen, dann sieht man die gar nicht so gut. Putz! Was war das denn für eine Art? So, hier ist auf jeden Fall eine Menge Baumwolle. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, direkt von der anderen Seite auf den Trailer zu bewegen. Das heißt, wir nehmen uns selbst schon den Spaß. Aber wie wir ja wissen, krabbeln Zombies gerne über Berge. Da unten ist garantiert wieder eine Menge los. Nehmen wir mit. Können wir da wieder auf und ab rennen und Zombies kaputt schlagen. Ist doch was Feines. Ich bin ein bisschen gespannt, was es für die Quest gibt. Das ist hoffentlich ein bisschen was Cooles. Werde ich da vorne noch ein bisschen draufskillen, dass ich da irgendwie mehr Auswahlmöglichkeiten habe. Das geht ja irgendwie. Dann schauen wir mal. So, 140 Meter. Ich stehe schon wieder fast davor und sehe nichts. Gar nichts. Schwupp. Na, taucht die Hütte jetzt auf? Keine Eier. Aber der Händler. Wupp, wupp. So, da sind wir. Und er sagt sogar, es ist offen. Das wäre geil. Nein. Scheiß Schild. Belügt mich. Schwindelbude. Schwindelbude. So. Aber wir können schon mal hier. Ich glaube, das ist bei Intelligenz. The Dark Adventurer. Get an additional choice for quest rewards. Das nehmen wir. Ja, so gleich. Zweimal. Dreimal? Mäh. Mäh. Lieber hier die Schmiedeskills ein bisschen verbessern. Können wir beide? Doch, hier können wir schon. Das ist gut. Weniger Stamina. Ja, das hätten wir vorhin mal machen können. Schön doof. Was ist das hier eigentlich? Melee Attack Speed increased, okay. Deep Cuts, Power Attacks do 40% more damage to stunned enemies. Das ist eine Menge. Stay down, Power Attacks do 40% more damage to stunned enemies. Chance for Power Attack to knock foes back, okay. Heavy Metal, Power Attacks do 40% more damage, ja bla bla bla. Okay. Und Skycrush, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Mehr Kopfschaden. Oh, es wird Tag. Ist ihm aber egal. So, wir haben den ganzen Scheiß fertig gemacht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann gucken wir uns an, was wir da Schönes für die tollen Quests kriegen. Bis dann, noch viel Spaß, eine schöne Woche. Euer Ragnar Bertholdsson.